Mach den Drecksfernseher aus. Mein Sonderkommando ist außer Landes. Ich übernehme Ihre Einheit, Sergeant Foley. Ja, Sir. Zu Befehl, Sir. Ich habe einen Striker von der 8. Panzerdivision. Honey Badger ist ein fieses Teil, Sir. Damit kommen Sie rein. Die Russen knacken unsere Verteidigung und unsere Daten. Diese Ecke dürfen Sie nicht kriegen. Werden Sie nicht. Zeigen Sie es mir auf der Karte, Sir. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Hier hat der 2-1 Anführer. Unsere Evakuierungshubschrauber werden vom Boden abgeschossen. Ja. Wir müssen diese Luftabwehrstellung unterstellen, damit die Zivilisten evakuiert werden können. Los! Call of Duty Modern Warfare 2 in der Remastered-Version auf der PlayStation 4. Feinde im gelben Haus. Feinde im gelben Haus. Welches ist das gelbe Haus? Auf. Also, ach da, ist gelbes Haus. Achtung, sie zielen auf den Striker. Auf Raketendach achten. Runter von der Straße. Also, das ist kein gelbes Haus. An alle Handlerteams hier Badger 1. Ziel markiert. Aufpassen. Rein im grauen Haus. Rein im grauen Haus. Aushalten. Durch die Häuser flankieren. Los, los, los. Badger 1, greife das gelbe Haus an. Okay. Ja, läuft. Das bricht das denn? Alles klar. Alter, nicht, dass ich hier auch noch weggeputzt werde. Vorwärts für diese Häuser. Los, Bewegung! Ja, ja, lass mich doch erstmal hier ein bisschen gucken. So. Badger 1 und Hunter 2, Gebiet gesichert. Gebiet gesichert. Jo, wunderbar. Ey, nochmal, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, Alter, das Kabel ist aber... Nee, ist ja... Egal. Ich hoffe, ihr habt auch in dieser Folge wieder ein bisschen Spaß. Ich werde es wahrscheinlich auf jeden Fall haben. Ach, da unten. So. Da oben... Ja, Call of Duty und Türen aufmachen ist nicht so. Wollen wir mal gucken. Ist markiert. Verstanden. Ziele auf Infanterie im grauen Haus. Mhm. So, das sind alles unsere Jungs, ne? Oh, komm mal, machen wir hinten nochmal hin. Macht das. So, wollen wir hier nochmal gucken? Ob der Badger vielleicht irgendwas... Badger ist Dachs, ne? Honey Badger, Honigdachs? Irgendwie so? Ob er vielleicht irgendwas übrig gelassen hat? Badger 1 an Hunter 2, Ziel zerstört. Nee. Alles kaputt. Toll. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. So, weißer Truck. Entschuldigung. Hä? Es ist sehr dunkel, ich sehe nicht wirklich. Auf was ich hier schieße. Alle unbedingt ausschalten, verstanden? Over. Verstanden, Badger 1, wir sind dabei. Ende. Ja. Ah, läuft. Läuft. Gut gemacht, Hunter 2-1. Vielen Dank. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Muni verschwendet hier. Sehr schön. Okay, haben wir hier noch irgendwas außer ein Hirschkopf? Weight Limit 15 Tons. Joa. Ah. Hier gibt es einfach mal
gar nichts. Ne, so ein Blumentopf. Bürogebäude. Bin auf dem Weg. Bin gleich da. Welches ist denn das Bürogebäude? Ja, ja, ach, das ist das Bürogebäude. Verstanden, Ziel wird angegriffen. Sehr schön. So, Roger hat ein Ziel, alles klar. Also. Ranger 1 an Hunter 2, Zielgebiet gesichert. Huch! Nächstes Zielgebiet. Mach das. Kann ich hier irgendwie rein? Gibt es hier noch irgendwelche Aufklärungsdateien oder so? Ist hier keine Tür? Lass mich doch mal. Also. Wir haben hier einfach mal. Naja. Bestätigt. Greife Infanterie beim Kontrollpunkt an. No. Da habe ich dezent übersehen. Gut. Können wir jetzt gleich mal weiter gucken hier. Ich, hier haben wir nichts. Hier haben wir auch wieder nichts. Das ist doof. Aber naja, ja. So, Honey Badger. Hunter 2-1, hier Overlord. Erbitte Lagebericht. Over. Wir haben gerade die feindliche Sperre bei Kontrollpunkt. Verstanden. Ich habe neue Befehle für Sie. Von ganz oben. Over. Verstanden, Overlord. Her damit. Gott, warum braucht ihr so lange? Rookmere Road 4677 umgeleitet, nachdem Sie die Luftabwehr ausgeschaltet haben. Verstanden, Overlord. Zum Rookmere Road 4677. Ah, Kaffee. Verstanden. Erstatten Sie mir Bericht, sobald Sie Ihr Hauptziel erfüllt haben. Overlord, Ende. Gut. Boah. Verdammt. Leute. Ja, die sind halt schon riesig, ne? Nachts hätte man sie wahrscheinlich nicht so gut gesehen. An alle Hunter-Teams, die Badger 1, Ziel markieren, over. Verstanden, Ziel erfasst, greif an. Aktivität in der Einfahrt. Yeah. Ey, das ist dämlich. Man kann nicht nachladen, wenn man rennt, ne? Badger 1 an Hunter 2, Ziel zerstört. Kann man hier? Kann man nicht. Backstein anwesend mit dem weißen horizontalen Spar. Selber. Arsch. Verstanden. Greife die. So, hier nochmal gucken. Wir müssen ja mitnehmen. Oh, fuck. Vielleicht sollte man auch bei Call of Duty langsam mal etwas besonderer hier reingehen. Badger 1 an Hunter 2, Zielgebiet gesichert. Scheiße, es ist so dunkel. Ja, komm, machen wir das Häuschen nochmal. Mach das. War ja auch ein Befehl, ne? Huch. Alter, was? Wer war das denn jetzt? Badger 1 an Hunter 2, Zielgebiet gesichert.
Jo, besser als nichts. War? Falsche Taste. Scheiße. Kontakte auf dem Balkon. Wo? Roger, Ziel erfasst. Greife das Haus an. Was wurde gerade? Okay, es geht nur um das Haus, ne? Verstanden. Ziel erfasst. Greife an. Hubeda, Hubeda, Hubeda! Hubeda, Hubeda! So. Das sind unsere Jungs. Badger 1 an Hunter 2, Ziel zerstört. Folgen. Ja, natürlich. Ich folge dir, indem ich vorausgehe. My friend. Mein Friendo. Ja, warte, warte, warte. Was für Fahrzeuge? Ja, ja. Bla, 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 bla. Ich habe jedes Wort verstanden. Moment. Moment. Ich habe mich verlaufen. I'm so sorry. Ramirez, Artillerie für die feindlichen Fahrzeuge anfordern. Lasermarker einsetzen. Ziel auf 12 Uhr. Bombardierungsbefehl erhalten. Artillerie kommt. Oh. Ramirez, mit dem Lasermarker. Nee, dass wir das nicht merken. Feuer. Holy moly. So. Da würde ich sagen, läuft. Luftabwehr neutralisiert. Wir sind unterwegs zur Brookmere Road 4677. Ich finde, haben wir gut gemacht. Eine Frage. Wonach suchen wir genau? Dafür gönne ich mir einen Kaffee. Sergeant Foley, hier ist General Shepard. Ihr Ziel ist es, eine wichtige Person aus einem Panikraum im ersten Stock dieses Hauses zu evakuieren. Ja, Sir. Er wird Sie erwarten. Der Code ist Icepick, die Losung Phoenix. Holen Sie ihn da raus und erstatten Sie Overlord-Bericht. Shepard, Ende. Okay, Sie haben den Mann gehört. Brookmere Road 4677. Los! Gut. Unsere? Ich hoffe. Hier ist das Ding runtergegangen. Alter Schwede. Gehen wir einfach nur hier durch oder ist das hier das Haus, was wir brauchen? Mal hier nochmal gucken, haben wir hier irgendwas? Icepick, zu Deutsch übrigens Schneeschwein. Eisschwein. Ne? Icepick! Da stimmt was nicht. Panikraum überprüfen. Los! Uga Buga! Wie sind wir denn hier rein? Kein Zeichen eines Einbruchs. Ramirez, Aktenkoffer mitnehmen, was davon übrig ist. Ist der Klodeckel aus Pappe oder aus Styropor? Sieht ein bisschen so aus. Mitnehmen, was? Kriegen wir hin. So ein Koffer sollte nicht allzu schwer sein. Und wo packe ich den jetzt hin? Serge, also das ist nicht Ihr durchschnittlicher Fallschirmjäger, was? Machen Sie ein paar Fotos für G2 und untersuchen Sie die Leichen. Das wird Shepard nicht passen. Overlord, er ist tot. Vielleicht waren wir einfach zu langsam. Sergeant Gary Roach. Wir sind in die falsche Richtung unterwegs, Sir. Sollten wir nicht zurück zum Kampf? Es gibt noch genügend zu kämpfen, McTavish. Schön, dass Sie es aus Südamerika geschafft haben. Sie treffen sich mit der 6. Flotte und führen den Gegenschlag an.
Gefangener 627. Er ist der Grund dafür, dass Makarov durchgedreht ist. Aber wir können nicht zu ihm. Bohrinseln, Sir? Die Russen verwenden sie als Raketenstellung. Die Arbeiter sind ihre menschlichen Schilde, also können wir nicht einfach die ganze Plattform hochjagen. Und die hier ist noch am schwächsten verteidigt. Männer, ich weiß, ich verlange hier viel von Ihnen allen. Sie verteidigen sie, daher wollen wir sie. Besonders, wenn wir so an 627 rankommen. Blubbidi-blub, blubbidi-blub. USS Chicago an DDS. Es kann losgehen. DDS-Hangar geflutet. Voller Druck. Einsatz beginnen. Jawohl. Transport von Team 1 unterwegs. Hotel 6 auf Kurs 019. Das ist eine Eisschicht. Ja, oh, Leute. Das setzt Team 2 ein. Treffpunkt beim Ziel. Hotel 6 bei 20 Metern Tiefe. So, dann müssten wir ja auch gleich ankommen. Ist beim Ziel. Ich habe einen Wal gehört. Okay, im Gegensatz zu Teil 1 sieht es echt mega aus. Außer vielleicht die Animation von den Tauchern da oben. Aber hey, man kann nicht alles haben. Oh. Ich kann. Wir schalten beide aus. Warte auf Zeichen. Dass der Typ uns da hinten nicht sieht. Warten Sie aufs Zeichen. Ach komm. Ich musste das Zeichen geben, alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. So. Feinde erledigt Sektion 1 Alpha. Rücke zu Sektion 2 vor. Roger, Hotel 6. Peasant. Doc. Okay. Wir haben einen Doc. Bist du Doc? Bleiben, Leute. Ah, es sieht schön aus und es ruft Erinnerungen zurück. Wundervoll. Aber ich muss sagen, das Original hat mich ein bisschen mehr gecatcht. Schalldämpfer einsetzen. Ist doch drauf, oder nicht? Hä? Bin ich jetzt doof? Komm schon. Ey! Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir stürmen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Und ich hoffe, ihr seid doch dann wieder mit dabei. Alles klar, bis dann. Ciao.